Die Kirche lehrt uns, dass es der Hochmut der Menschen war, der die dunkle Brut in unsere Welt brachte. Die Magier wollten den Himmel an sich reißen, doch sie haben ihn vernichtet. Sie wurden verbannt und durch ihre eigene Verderbtheit verflucht. Sie kehrten als Monster zurück, als die Ersten der dunklen Brut. Als Verderbnis fielen sie über die Länder her, unaufhaltsam und unerbittlich. Als Erstes fielen die Königreiche der Zwerge. Und aus den tiefen Wegen griff uns die dunkle Brut immer und immer wieder an, bis wir kurz vor der Auslöschung standen. Männer und Frauen aller Rassen, Krieger und Magier, Barbaren und Könige, die grauen Wächter opferten alles, um dem vorrückenden Dunkel Einhalt zu gebieten. Und siegten. Dieser Sieg liegt Jahrhunderte zurück und wir stehen weiterhin Wache, beobachtend und auf die Rückkehr der dunklen Brut wartend. Doch die, die uns einst Helden nannten, haben vergessen. Wir sind nur noch wenige und unsere Warnungen wurden zu lange ignoriert. Denn ich habe selbst gesehen, was am Horizont lauert. Erbauer, steh uns bei. Ja, und damit herzlich willkommen, du wunderschöner Mensch dort vor dem Monitor, zu einem neuen Let's Play hier auf meinem Kanal. Wir spielen Dragon Age Origins, eins meiner absoluten Lieblingsspiele. Erbauer, steh uns bei. Hoffentlich kriege ich das vernünftig hin. Ich habe es schon ewig nicht mehr gespielt. Wir entscheiden uns jetzt erstmal für einen Charakter und natürlich sind wir weiblich. Wie sollte es anders sein? Wir können uns zwischen drei Völkern entscheiden. Da gibt es die Menschen, die Elben und die Zwerge. Dann gibt es Klassen. Es gibt nicht immer bei jeder Rasse oder bei jedem Volk jede Klasse, das ist klar. Und dann gibt es noch Hintergründe. Also, sind wir ein Adliger, sind wir ein Schurke und sowas alles. Ich entscheide mich ganz klassisch für einen Menschen. Bei den Klassen entscheide ich mich für eine Adlige und für einen Krieger. Wobei, nee, eher für einen Schurken. Und wir sind trotzdem dann eine Adlige. Was anderes können wir gar nicht auswählen. Grüße. Und gucken mal weiter. Wir heißen natürlich... Na, wobei... Das I lassen wir mal weg. Wer ist natürlich Mel? Dann basteln wir uns mal ganz schnell so ein bisschen groben Charakter zusammen. Manche Sachen sind mir eher unwichtig generell bei Charaktererstellung. Wie die Hautfarbe oder so. Tattoos. Tattoos passen eigentlich eher zu den Elben. Werden wir mal nicht machen. Lippenfarbe ist eigentlich ganz okay. Haare. Haare werden wir definitiv andere aussuchen. Glatze hat eigentlich auch was, he? Glatze hat so ein bisschen was. Hat einen schönen Kopf, die junge Dame hier. Aber wir schauen mal, ob wir nicht was Vernünftiges finden. So ein Bubischnitt vielleicht.
So ein paar Zöpfchen. Das sieht ein bisschen aus wie eine Gebetsschwester. Was nehmen wir denn mal? Das ist doch ganz nett. Oder? Gibt es noch was anderes? Na, das sieht so ein bisschen aus wie eine Bibliothekarin, eine Strenge. Wobei nicht ganz so streng, es werden alle Haare nach hinten gebunden. Nee, ich entscheide mich für den Zopf mit den zwei Strähnen vorne. Das sieht ganz dufte aus. Augen. Da werden wir auch nur die Farbe anders einstellen. So ein bisschen was Bräunliches, dann passt es wenigstens. Ach ja, Haare. Haarfarbe. Haarfarbe wird natürlich auch bräunlich. So, Augen nochmal. Da sind wir dann aber auch so weit durch. Nase brauchen wir nicht einstellen, Mund brauchen wir nicht einstellen. Porträt wäre dann das schicke Bild hier unten. Drehen wir es mal ein bisschen frontal. Gehen noch ein Stückchen weiter weg mit der Kamera. Den Hintergrund ändern wir mal noch. Was gibt es denn hier so alles Schönes? Na, das sieht doch ganz nett aus. Und wir können auch noch anders gucken. Das kann bis zu ganz albern werden. Ich entscheide mich mal hierfür. Das sieht doch gut aus. Und dann brauchen wir noch eine Stimme. Klingen wir vielleicht weise? Ich habe meine Konzentration verloren. Klingt nicht sehr weise. Vielleicht klingen wir auch erfahren. Grüße. Vielleicht klingen wir auch mystisch. Grüße. Oder sinnlich? Ich bin entzückt. Oder doch eher brutal? Grüße. Ich bin für das Sinnliche. Ich bin entzückt. Wir bleiben beim Sinnlichen. Und dann sagen wir mal weiter. Dann haben wir hier schon mal 5 Punkte, die wir noch schön verteilen können. Ich bin ja immer für Stärke und auf jeden Fall für Geschicklichkeit. Und dann packen wir mal noch 1 auf die Konstitution. Und sagen nochmal weiter. Dann haben wir hier noch einen Fähigkeitenpunkt, den wir verteilen können. Kampftaktiken, Kampfausbildung und Giftherstellung, das beides haben wir sogar schon. Kräuterkunde, Überleben, Fallenbau, Stehlen und Manipulation. Was nehmen wir denn da mal? Ich würde sagen, wir nehmen Überleben. Dann können wir nämlich Feinde in der Nähe sehen. Das ist ganz praktisch. Und dann gehen wir nochmal weiter und haben noch 2 Talentpunkte. Da nehme ich auf jeden Fall geschickte Hände, damit wir Schlösser leichter knacken können. Und die 2 Waffenausbildung. Aus Gründen. Weil ich immer gern auf 2 Waffen gehe. Und bei der Schwierigkeit bleiben wir bei normal. Und dann fangen wir mal an. Seit Generationen herrscht die Familie der Kuslins über die Ländereien von High Ever. Und wird von ihren Untertanen geschätzt und geachtet. Als die Armee von Orléans das Land unterwarf, dienten dein Vater und dein Großvater den kampfbereiten Königen ihrer Heimat. Heute zieht dein älterer Bruder unter dem Banner des Hauses Kuslens mit dem König in die Schlacht. Aber nicht gegen Orléans, sondern gegen die dunkle Brut, die sich im Süden erhebt. Dann werden eure Truppen also in Kürze eintreffen. Ich erwarte die Vorhut noch heute Nacht. Morgen können wir aufbrechen. Bitte entschuldigt die Verzögerung, Herr. Sie ist allein meine Schuld. Nein, nein. Das Erscheinen der dunklen Brut im Süden hat uns alle überrascht, nicht wahr? Ich wurde vom König selbst erst vor einigen Tagen zu den Waffen gerufen. Ich schicke meinen Ältesten mit meinen Männern voraus. Wir beide brechen morgen auf, wie in alten Zeiten. Ja. Allerdings war unser Haar damals noch nicht grau und wir kämpften gegen Orlesianer, nicht gegen Monster. Immerhin stinken sie ähnlich. Tut mir leid, ich habe dich gar nicht gesehen. Hau, ihr erinnert euch an meine Tochter? Wie ich sehe, ist sie zu einer jungen Dame herangewachsen. Freut mich, dich wiederzusehen, mein Kind. Und schon dürfen wir das erste Gespräch führen. Eine junge Dame, jetzt mal ehrlich, eine junge Dame trägt doch keine Rüstung.
Ja, was antworten wir mal? Gibt es einen Grund, warum ich hier bin? Gleichfalls? Ist eure Familie hier? Du brichst also erst morgen auf. Wir bleiben mal höflich. Mein Sohn Thomas hat nach dir gefragt. Vielleicht sollte ich ihn bei Gelegenheit mitbringen. Wozu? Ja, das wäre nett. Thomas ist ein paar Jahre jünger als ich. Ich habe... Okay, wir lassen uns mal nicht alles gefallen. Wir haben nicht vor, uns verheiraten zu lassen. Seht ihr, womit ich mich herumplage, Hau? Meine Tochter lässt sich nichts mehr sagen. Möge der Bauer sie segnen. Die meisten Mädchen ihres Alters sind verheiratet, aber das wäre in ihrem Fall wohl Verschwendung. Na, ich habe dich jedenfalls nicht ohne Grund rufen lassen. Solange dein Bruder und ich weg sind, bist du für das Schloss verantwortlich. Klingt gut. Ist das dein Ernst? Was bedeutet das? Ich tue mein Bestes. Warum kann ich nicht mit Fergus und dir in die Schlacht ziehen? Muss das wirklich sein? Na, ich tue mein Bestes. Genau das wollte ich hören. Es werden nur einige Wachen zurückbleiben und du musst den Frieden in der Region wahren. Du kennst das Sprichwort. Ist die Katze aus dem Haus, tanzen die Mäuse auf dem Tisch. Außerdem möchte ich dir jemanden vorstellen. Bitte, schick Duncan herein. Es ist mir eine Ehre, in eurer Halle Gast zu sein, Taryn Cousland. Ihr habt nie erwähnt, dass ein grauer Wächter hier sein würde, eure Lordschaft. Duncan traf erst kürzlich ein. Unangekündigt. Ist das ein Problem? Nein, natürlich nicht. Vergebt mir. Ich war nur überrascht. Wir haben in der Tat nur selten so hohen Besuch. Meine Tochter, Bruder Aldous hat dir von den grauen Wächtern erzählt, hoffe ich. Sie sind ein Orden von mächtigen Kriegern. Sie haben vor langer Zeit die dunkle Brut besiegt. Er meinte, sie wären nur noch ein kleiner, unbedeutender Orden. Hätte er das tun sollen? Nein. Also wer Dragon Age kennt, ich hoffe mal, das tun einige von euch. Sie sind natürlich ein Orden mächtiger Krieger. Sie sind legendäre Helden, die die Verderbnis gebannt und uns alle gerettet haben. Duncan ist auf der Suche nach Rekruten, bevor er und seine Kameraden uns in den Süden folgen. Ich glaube, er hat ein Auge auf Sir Gilmore geworfen. Offen gesagt, ich denke, eure Tochter wäre ebenfalls eine ausgezeichnete Kandidatin. Ehre hin oder her. Wir reden hier von meiner Tochter. Der Gedanke gefällt mir. Warum sollte ich Ihnen nicht beitreten? Ich möchte kein grauer Wächter werden. Mir persönlich gefällt ja der Gedanke schon. Ich habe nicht so viele Kinder, dass ich sie gerne in die Schlacht schicke. Oder beruft ihr euch etwa auf euer Konskriptionsrecht? Keine Sorge. Wir brauchen zwar möglichst viele gute Rekruten, aber ich werde nichts erzwingen. Würdest du in meiner Abwesenheit dafür sorgen, dass Duncans Wünschen entsprochen wird? Natürlich, überall strengen sich meine Fähigkeiten. Dazu muss ich aber nicht hier sein, oder? Nein, natürlich. Und jetzt richte Fergus von mir aus, er soll mit den Truppen nach Ostagar vorausreiten. Wo ist Fergus? Willst du mich etwa loswerden? Aber ich möchte bleiben und mit Duncan reden. Aber ich habe noch so viel zu sagen. Na komm, sag uns mal, wo er ist. Oben in seinen Gemächern. Er verbringt gewiss noch einige Augenblicke mit seiner Frau und meinem Enkel. Sei ein braves Mädchen und tu, was ich dir sage. Wir reden später. Ui, taktische Ansicht, ja. Ich hätte das Tutorial vielleicht ausmachen sollen. Befehle erteilen, bla bla. Hallo. Wie kann ich denn jetzt... Wie kann ich denn jetzt... Nein. Wie kann ich denn die Pause jetzt wegmachen? Ich will bitte das Tutorial überspringen. Das ist es auch nicht. Was führe einen Rechtsklick auf das gewünschte Ziel aus? Die Tür? Reizend. Toll. Und jetzt weiß ich nicht, wie man das Tutorial überspringt. Kann ich das noch ausmachen im Nachhinein? Tutorials anzeigen will ich dann doch nicht. Danke. Weiterspielen. Und es ist trotzdem noch da. Wie kann ich das denn jetzt überspringen? Verdammte Axt. Ist ja peinlich. Nein. Ja, ich klicke hart. Genau so wird es geschehen. Aber sie bewegt sich nicht. Reizend.
Das ist die rechte Maustaste, mit der ich klicke. Ah, jetzt geht's weiter. Deinem Charakter wurde jetzt ein Bewegungsbefehl erteilt. Du kannst Befehle sowohl in Echtzeit als auch bei einem gehaltenen Spiel erteilen. Drücke Leertaste. Ja, danke. Meine Fresse. Und da kriegen wir jetzt schon eine Menge Codex-Einträge. Ich weiß noch nicht, ob ich die vorlese oder ob ich das erst später mache. Mal schauen. Ob ich die vorlese oder ob ich das erst später mache. Ob ich die vorlese oder nicht, natürlich. Da seid ihr. Eure Mutter meinte, der Terran hätte euch zu sich gerufen. Da wollte ich nicht stören. Wer ist das denn? Warum habt ihr mich gesucht? Seid mir gegrüßt? Ach, das ist Sir Gilmore. Auch gut, angesichts Vaters Gesellschaft. Warum denn? Ich fürchte, euer Hund hat wieder einmal die Küche in Aufruhr gebracht. Nan droht damit, ihre Koffer zu packen. War der Hund wieder in der Speisekammer? Sie war meine Kinderfrau, bevor sie Köchin wurde. Nan verlässt uns nicht. Nan lässt nur Dampf ab, so war sie schon immer. Warum sucht ihr dann nach mir? Tut etwas. War wieder in der Speisekammer. Egal, was die Dienstmädchen machen. Er findet immer ein Schlupfloch. Ihr kennt diese Mabari-Hunde. Sie gehorchen nur ihrer Herrin. Jedem anderen beißen sie... Boah! Ich hoffe, das hat man jetzt nicht gehört. Ich habe mich gerade voll erschrocken. Heute spielt nämlich Deutschland. Es ist Sonntag. Und offensichtlich gab es wieder ein Tor. Es hat gerade fetten Böller geknallt draußen. Oh, hab ich mich verjagt. Ja... Dummer Hund, wie benimmt er sich? Er würde nie jemanden verletzen. Ich bin gerade ziemlich beschäftigt, dann sollte ich ihn wohl einfangen. Ja, er würde nie jemanden verletzen. Außer ich sag's ihm natürlich. Das will ich nicht ausprobieren. Ihr könnt euch glücklich schätzen, einen eigenen Mabari zu haben. Klug genug, um nicht zu sprechen, wie mein Vater immer sagte. Das heißt natürlich, dass er sich schnell langweilt. Nan schwört, dass er sich einen Spaß mit dir macht. Na, jedenfalls soll ich bei euch bleiben, bis die Angelegenheit geregelt ist. Wollen wir? So gut, auf zur Küche. Ich muss erst mit meinem Bruder reden. Ihr müsst mich nicht begleiten. Wo ist meine Mutter eigentlich? Ja, komm, auf zur Küche. Folgt einfach den Schreien. Wenn Nan wütend ist, sorgt sie dafür, dass es jeder erfährt. Sunny Boy. Und wir haben eine neue Quest. Da können wir ja mal kurz reingucken. Erstmal gucken wir uns die an. Väterliche Aufträge. Finde Fergus. Dein Vater, Terran Bryce Cousland und Al Howell wurden... Howell wurden von König... Mann, was ist denn heute los? Von König Kaelin für die kommende Schlacht nach Ostaga beordert. Da sich Aalhaus Truppen allerdings verspäten, sollst du deinem Bruder Fergus ausrichten, dass er schon vor deinem Vater nach Ostaga aufbrechen soll. Du findest Fergus vermutlich in seinen Gemächern, wo er sich von seiner Frau und seinem Kind verabschiedet. Und Unruhe in der Speisekammer. Schaff deinen treuen Hund aus der Speisekammer. Mein armes Wauwi. Noch so ein Grund, warum ich einen menschlichen Adligen genommen habe. Da hat man nämlich einen Wauwi. Dein Hund macht in der Vorratskammer Schwierigkeiten und die Köchin besteht darauf, dass du dich darum kümmerst. Sir Gilmer wird dich begleiten, während du diese Angelegenheit regelst. Also nicht, dass man später nicht sowieso einen Hund kriegen würde. Aber hier hat man den gleich von Anfang an. So, und dann haben wir natürlich noch die Premium-Inhalte. Sulcher Pass. Reise zum Sulcher Pass. Begib dich zum Sulcher Pass, wo ein Händler in Schwierigkeiten mit deinem Angebot auf dich wartet, das möglicherweise zu gut ist, um wahr zu sein. Ja, hier hätten wir dann die absolvierten Quests, hier haben wir dann die Codex-Einträge. Das werde ich vielleicht mal irgendwie später oder in einer Sonderfolge vorlesen oder so. Könnt ihr mir ja mal sagen, wie ihr das gern hättet. Soll ich sie überhaupt vorlesen, die Codex-Einträge, oder wollt ihr das sowieso nicht hören? Sagt doch einfach mal in den Kommentaren Bescheid. Hier haben wir Gesprächsverläufe, aktive Inhalte, ja. So, jetzt machen wir erstmal weiter. Ich will mich aber... Achso, da müssen wir sowieso lang. Dann gehen wir da natürlich nicht hin. Guten Abend, Herren. Ja, ich will mich doch erstmal ein bisschen umgucken hier. Was haben wir denn hier Schönes? Sieht aus wie der Speisesaal. Zu holen gibt es hier leider nichts. Ich will doch erstmal alles zum Aufsammeln finden. Nein, da kommt schon wieder die nächste Videosequenz, das wollen wir auch nicht, das nächste Gespräch. Schauen wir mal hier lang. Hier muss es doch irgendwo mal was zu holen geben. Ah, da ist ein Buch zum Lesen. Ja, in Ordnung. Und ein Codex-Eintrag, die Kultur von Ferelden. Gibt es hier sonst noch irgendwas? Einmal hier. Geschichte von Ferelden, Kapitel 1. Und dann ist hier noch ein Buch. Da.
Geschichte von Ferelden, Kapitel 2. Also wenn man auf Tab drückt, dann werden einem halt alle Gegenstände oder Personen angezeigt, die man anwählen kann. Ist ganz praktisch, weil die Bücher findet man... Ja, Schnauze. Findet man sonst nicht immer. Ich glaube, hier kommen wir noch nicht rein, oder? Doch. Oh, Herrin. Wir haben nur, Ja. Pflichten vernachlässigt, Karten gespielt. Macht ihr eine Pause, Karten gespielt? Die Schatzkammer ist sicher. Keine Ahnung, warum der Terran uns hier stationiert hat. Keine Sorge, Männer, ich werde nichts sagen. Hinterfragt ihr eure Pflichten immer. Hat mein Vater Angst, jemand könnte ihn bestehlen? Na, wir verraten nichts. Wir wissen das zu schätzen, Herrin. Danke. Ich meine, sieht doch sehr sicher aus hier. Sollen sie doch Karten spielen, warum denn nicht? Und da kommen wir ohne Schlüssel nicht rein. Und ich kann durch offene Türen laufen. Wo geht's hier hin? Die haben wir entriegelt. Sehr schön. Und hier gibt's eine Kiste, die wir aufschließen können.